So, wir sind beim vierten Advent. Wir haben schon gehört, viele warten auf das Babykind in ihrem Weihnachts- oder ja, Heiligabend, Familienfest, wo auch immer es stattfindet. Aber wir Christen, die wiedergeboren sind, wir wissen, unser Jesus, er ist nicht ein Baby geblieben. Amen. Er ist ans Kreuz für uns. Er hat unsere Schuld und Sünden getragen. Und Weihnachten heißt nicht nur, sich freuen, indem das jetzt etwas kommen wird, aber Weihnachten heißt auch wissen, dass dieser Gott für uns ans Kreuz ging. Dass dieser Gott für uns gestorben ist. Und das soll Weihnachten sein. Und das finde ich sehr gut, dass man immer Weihnachten mit Ostern verbindet. Weihnachten ohne Ostern ist kein Weihnachten. Ostern ohne Weihnachten ist kein Ostern. Amen. Das ist so wichtig, dass wir jedes Mal auch wissen, wozu Jesus auf diese Erde gekommen war. Und es geht um ihn. Er hat viele Namen, haben wir heute gehört. Ich will heute auch von den Namen, von seinen Namen, von ihm reden. Und warum wurde er eigentlich Jesus genannt? Wer hat es gewollt? Lass mal Matthäus 1, Vers 21 lesen. Als Josef erfahren hat, dass die Maria schwanger war, wisst ihr, die Bibel sagt, er war ein gerechter Mann. Und das fasziniert mich. Ich will nicht heute von Josef predigen, aber dieser Mann, er wollte selber abhauen. Aber die Maria soll gerecht bleiben. Er wollte nicht über sie, als Mann konnte er nach dem Gesetz sie steinigen lassen. Ganz normal. Das war das Gesetz. Er konnte über sie Böses reden. Er konnte sie vor die Menschen, vor die Älteste bringen und sie steinigen. Er hat es nicht getan. Er war ein gerechter Mann. Und Gott sah diesen Josef und er sah dieses Herz von ihm und er wusste, dass dieser Mann, er wird mein Sohn, Jesus Christus, richtig in der Furcht Gottes, in der Kraft Gottes, im Segen erziehen. Weil Jesus brauchte auch als Mensch Eltern, gute Eltern. Und dieser Josef war ein gerechter Mann. Und er wollte abhauen schon, aber wisst ihr, was da passiert ist? Da kam nachts ein Engel zu ihm. Wir wissen nicht, ob es Gabriel war oder Michael, wer auch immer. Ich vermute, es war Gabriel. Wir kommen gleich zum Gabriel nochmal. Aber jemand kam, ein Engel. Und da wird nicht gesagt, aber im nächsten Vers, Vers 21, wird uns gesagt, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Sollst ihm den Namen Jesus geben. Und wisst ihr, ganz normal war es damals in Israel, ein Kind und ein Junge, Jesus zu heißen. Es wird gesagt, jedes dritte Baby hat Jesus geheißen. Wisst ihr warum? Weil das Volk Israel, die waren so auf der Warte. Sie warteten, wann kommt endlich mal dieser Retter, dieser Meschiach Jeshua. Und Jesus heißt hebräisch Jehoshua oder Jeshua, sagen wir abkürzt, Jehoshua. Und es heißt, der Herr rettet oder der Herr ist der Retter. Und die Juden, sie warteten auf diesen Retter. Sie warteten mit Sehnsucht, wann kommt dieser Erlöser, wann kommt dieser Retter? Der wird uns befreien. Sie haben aber nie gedacht, wie er sie retten wird. Sie haben nie auch sich vorstellen können, wie alles aussehen wird. Und darum war das Volk eigentlich nicht vorbereitet auf dieses Baby. Die Propheten, die wussten, wie oder wo er geboren wird. Kennen wir die Geschichte von Herodes später, wo er erfahren hat von den Weisen, dass irgendwo ein König in Israel geboren wurde? Was tat er? Er hat die Schriftgelehrten, die Pharisäer alle zusammengetrommelt und gesagt, wo wird dieser König von Israel geboren werden, nach der Schrift. Und die sagen ganz einfach, in Bethlehem. In Bethlehem also. Durch den Propheten Micha wurde es gesagt, prophezeit, dass der König von Israel wird in Bethlehem geboren. Und er wusste, Herodes, er war nicht von irgendwo, er war ein Edomiter, aber er wusste die Geschichte Israels, er kannte, da musste was sein, darum hat er Angst bekommen. Er hat Angst bekommen, dass dieser König von Israel eines Tages ihn von dem Thron wegschubst und er regieren wird.
Also die Leute, die wussten, die warteten damals auf den Messias. Die Propheten haben vorausgesagt, die Propheten haben oft gesprochen, wie man Jesaja oder das, was wir heute Morgen gehört haben, gerade, dass Jesaja vor 700 Jahren schon prophezeit hat. 700 Jahre, bevor Christus geboren wurde. Können wir uns das vorstellen, dass ein Mann prophezeit und sagt, es wird, die eine Frau, Jungfrau wird schwanger werden und sie wird ein Kind, einen Sohn gebären. Also 700 Jahre und das Volk wartete und wartete und wartete und wartete und passierte nichts. Und noch Propheten kamen und noch Propheten kamen und die warteten und passierte nichts. Aber eines Tages kam nicht nur ein Wort Gottes, aber kam ein Engel selbst zu einem Mann namens Daniel. Die Geschichte kennen wir auch gut, ne? Und der Engel, er hieß Gabriel, er kommt zu Daniel und sagt, du gerechter Mann, als du angefangen hast zu beten, hat Gott deine Gebete erhört und ich bin gekommen, dir etwas sagen, wie es später aussehen wird. Und er prophezeite, wenn wir Kapitel 9 in Daniel lesen, Vers 25, wir werden das nicht aufmachen, aber da sagt dieser Gabriel, was auf das Volk Israel zukommen wird. Und er hat ganz genau, wir können es nachrechnen, ganz genau auch die Zeit des Messias gesagt, dass er kommen wird und dass er der Gesalbte und er wird sein Volk retten. Aber er wird auch sterben. Er wird auch sterben. Es war schon alles in der Prophezeiung. Und Daniel, er konnte es nicht verstehen damals und viele, viele Dinge, der Zusammenhang, wie wird es sein? Aber später im Kapitel 12 sagt Gott selbst ihm, Daniel, versiegle dieses Buch, das ist noch nicht die Zeit. Aber es wird die Zeit kommen, wo ich die alle Geheimnisse offenbaren werde. Ich werde es meinem Volk offenbaren. Dann kamen andere Propheten. Der letzte war Maleachi. Er war 400 Jahre vor Christi Geburt und dann schweigt Gott. Gott sagt kein Wort mehr. 400 Jahre. Aber die Israeliten, die haben die Tora gehabt. Die Israeliten haben gewusst, das Wort Gottes, das stimmt. Und Gott wollte, dass das Volk Israel lernt zu glauben. Das ist nicht oft so in unserem Leben, wenn Gott schweigt. Wir denken, ist Gott tot? Warum schweigt Gott? Ich habe so oft gebetet, warum schweigt Gott? Aber Gott schweigt nicht, meine Lieben. Er hat uns das Wort gegeben. Und in seinem Wort steht geschrieben, dass wir alle Verheißungen, die wir haben, das für uns. Aber Gott will, dass wir seine Kinder lernen zu glauben. Wie viele Menschen haben so bestimmt, ich habe das auch so gebetet schon, in meiner Jugendzeit, Herr, ich will dich hören, ich will deine Stimme hören. Aber ja, bis heute noch nichts gehört. Akustisch meine ich, ne? Habt ihr auch schon so gebetet? Oder ihr wart nicht so töricht wie ich? Aber jeder will irgendwie Gott erleben. Jeder will ein Zeichen von Gott, dass er tatsächlich ist. Aber ich habe gestern ein Zeugnis gehört von einer Frau, die war total ungläubig, die wusste gar nichts von Jesus, gar nichts. Sie hat nie den Namen Jesus gehört. Und dann wurde ihr von einem Mensch eine CD, eine Kassette, die hat gehört, eine Predigt. Und die hat es hören müssen, lange Zeit. Und irgendwann sagt sie, und tatsächlich, wenn es einen Gott gibt, was macht man dann? Und dann wisst ihr, was sie getan hat? Die hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir eine Antwort. Und sie sagt, Gott sprach zu ihr, akustisch, und sagt, ich bin da. Wow, die konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann fing sie an, mit Gott zu reden. Und Gott hat ihr immer die Antwort gegeben, akustisch. Und sie sagt, ihr habt so gelernt, mit Gott zu reden, weil ich wusste, er ist mein Vater jetzt und er kann mit mir reden. Wenn ich mit ihm rede, dann warum schweigt er? Braucht nicht schweigen. Und er sprach zu ihr. Und sie konnte ihr Leben wirklich so führen, dass sie ein Segen heute für hunderte Menschen geworden ist. Aber die Frau war so ehrlich. Und die sagte, Gott, sprich, ich höre. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass er oft akustisch zu ihr gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du akustisch, ich habe noch nicht akustisch gehört. Aber das Volk Israel damals, sie wollten auch sowas. Sie wollten Gott, wo bist du? Warum schweigst du? Aber Gott sagt, ich bin da. Ich habe euch das Wort gegeben. Glaubt dem Wort. Und das Wort stimmt auch. In Lukas Kapitel 1 wird uns berichtet, dass später, also 400 Jahre später, nach Maleachi, kommt der gleiche Gabriel. Der ist nicht alt geworden,
und nicht jung geblieben. Wir wissen, die Engel, das sind erschaffene Wesen und die sterben nie. Und dieser Gabriel, er wusste damals, kannte sehr gut Daniel, und er kommt jetzt zu Maria, zur Jungfrau Maria nach Nazareth. Und lasst uns mal diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte lesen, in Lukas 1, Kapitel Vers 26 bis 33. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Sie erschrak nicht über den Engel. Jetzt, irgendwie für mich war es ein bisschen nicht komisch, aber in allen anderen Geschichten wird erzählt, dass die Menschen, die erschraken, als sie den Engel sahen, oder der Zacharias, ne, er dachte, wäre ich da. Aber die Maria erschrak über sein Wort, weil das konnte sie nicht verstehen. Was redet er, dieser Engel jetzt hier? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Also der Engel Gabriel sagt, dieser Sohn, er wird auf dem Thron seines Vaters Davids eines Tages sitzen. Er wird es sein, dieser Jesus. Und die Maria, können wir uns vorstellen, die Frau, die in Galiläa, Nazareth, was kann überhaupt von Nazareth Gutes kommen? Und die sind sowieso ein gemischtes Volk da mit Heiden vermischt. Und die Juden, die echte Juden damals in Jerusalem, sie haben die verfolgt, die haben die, ja, die nicht als ihre Freunde oder sogar ihre Brüder anerkannt, weil die sind damals vermischt gewesen in Galiläa. Galiläa, Ober, das waren viele Heidenvölker. Und die dachte auch, als Maria, was bin ich schon? Wer bin ich schon? Was hat Gott wirklich dabei gedacht, als er an mich oder mich ausgesucht hat? Und ich, die Maria, ich werde eines Tages wirklich Begnadigte und Gesegnete unter allen Frauen sein. Und dann mein Sohn, wie wird alles kommen? Und dann später wissen wir, sie sagt, wie wird es sein? Ich kenne noch keinen Mann. Ich weiß es nicht, wie es sein wird. Kann ich das überhaupt mir alles vorstellen? Und er sagt, ja, alles wird gut. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und es wird gut sein. Und dieser Sohn, er wird retten. Er wird das Volk Israel, er wird nicht nur das Volk Israel, sondern die ganze Menschheit retten. Aber lass uns mal in die Lage der Maria sie uns stellen. Wie wird es sein? Wie kann eine Frau das heute glauben? Plötzlich kommt ein Engel und sagt sowas. Aber die hat geglaubt. Der hat nicht gezweifelt. Der hat nur Fragen gehabt. Wie wird es sein? Bin ich überhaupt wert? Ja. Wisst ihr, Gott sucht aus das, was nicht in der Welt oder was in der Welt nicht so wichtig, nicht so groß angesehen ist. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 1. Schaut mal um euch herum, liebe Brüder, sagt er, und Schwester auch. Wer ist von euch angesehen oder die Große, die Mächtige? Gott sucht immer das Kleine, das Schwache, damit, wozu? Damit das Starke, den Starken zeigen, ich bin Gott, ich bin König und ich mache so, wie ich es will. Und darum finde ich es so toll, dass Gott Menschen sucht, Menschen, die wirklich auch eine Antwort geben. Gestern waren wir draußen, wir haben Suppenküche gestern wirklich oder eine Aktion gehabt. Wir haben draußen unter dem Überdachung da, Menschen eingeladen. Und wisst ihr, das war so genial. 50 Menschen waren da an unserem Stand, an unseren Tischen. Die haben gegessen, Suppe gegessen. Wir konnten das Evangelium ihnen sagen. Wir konnten mit ihnen beten. Auch wirklich Menschen, die gestrandet sind, die nichts mehr hatten, die Alkoholiker waren oder sind heute noch. Aber wir glauben, dass sie eines Tages nicht mehr sein werden. Amen. Die sind berufen. Gerade solche, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, zu wem? Zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Ich bin gekommen zu den Kranken und ich will sie gesund machen. Und gerade das ist unsere Aufgabe, meine Lieben.
Wir müssen rausgehen. Menschen draußen warten. Wir wissen, irgendwann kommt die Zeit. Irgendwann kommt die Zeit, wo wir nicht mehr weiter können, weil wir nicht weiter wissen, wie es in unserem Leben geht. Heute Morgen sind wir im Auto gefahren. Da ruft eine Schwester an und sagt, die arbeiten in der Psychiatrie, und sagt, könnt ihr nicht vorstellen, was da abgeht. Da ist wirklich ganz schlimm. Menschen von den christlichen Kindern, von den christlichen Familien sind oben im 6. Stock, meine Lieben. Es ist so schlimm. Aber Gott ist gerade dafür gekommen. Gerade für solche, zu solchen Menschen, ihnen zu helfen, dass sie aufstehen, dass sie wirklich verstehen, wer sie sind, dass Gott sie liebt. Und Jesus hat gesagt, der Engel hat gesagt, er wird das Reich aufbauen. Er wird das Reich Israels wieder aufbauen. Welches Reich? Wozu das Reich? Wir wissen, als Gott die zwei Menschen damals erschaffen hat, oder er schuf, er hat das Reich mit ihnen bauen wollen. Die ganze Erde soll so sein wie der Garten Eden. Es war nur ein kleines Modell, Garten Eden. Aber Gott wollte, dass die Menschen sich vermehren und dass die ganze Erde so schön wird wie der kleine Garten Eden. Aber die haben versagt, das wissen wir. Aber Jesus ist gekommen, um wieder die gefallene Menschheit, die gefallenen Menschen, die sündigen Menschen zurück zu Gott zu holen, damit sie dort sind, wo sie eigentlich hingehören. Dort sind, wo sie eigentlich hingehören, zu Gott. Und ich habe mal eine Metapher gehört. Als Satan die Menschen verführt hat, lachte er, spottete er. Und da war es so ein, das ist eine Metapher, das steht nicht in der Bibel. Aber so war ein Gespräch mit Jesus. Und er lachte höhnisch und sagte, schau mal, dein Geschöpf hat dich verraten. Dein Geschöpf hat versagt. Du dachtest, dass sie dir folgen werden. Du dachtest, dass sie dir dienen werden. Aber die haben versagt. In ihrem Blut fließt jetzt ein Sünd. In ihrem Leben, in ihrem Körper fließt jetzt sündiges Blut. Und irgendwann wird dieses Blut sie zunichte machen. Sie werden sterben müssen. Irgendwann werden sie weg sein von dir. Ganz. Und da sagt Jesus, was wird es kosten? Er sagt, hey, es wird sehr, sehr viel kosten. Es wird ihnen ein reines Blut kosten. Und du weißt, Jesus, sie haben es nicht. Sie haben alle versagt. Und dann sagt Jesus, er schaut ihm in die Augen und sagt, abgemacht, ich bin bereit. Er war bereit, sein Leben zu geben, mein Leben. Darum ist dieser Name Jesus heute kein gewöhnlicher Name mehr. Er ist nicht mehr ein einfacher Name. In diesem Namen ist ungeheure Kraft. In diesem Namen ist so viel Macht, wenn im Himmel die Engelswesen wirklich anfangen, Gott zu loben. Wenn die Engelsmächten, die vier Lebewesen, was uns die Offenbarung sagt, voller Augen, anfangen Gott zu loben, wenn die 24 Ältesten, vor den 24 Ältesten auf ihre Knie, werfen ihre Krone vor ihm, vor dem Löwen aus dem Stamm Juda, vor dem Lamm, der geschlachtet worden ist für unsere Schuld. Sie werfen ihre Krone, wenn der Name Jesus ausgerufen wird, dann kann nichts mehr im Himmel wirklich stehen bleiben. Die müssen alle Gott anbeten. Die beten alle Gott an, weil in diesem Namen ist eine ungeheure Kraft. Und die ganze geistliche Welt weiß davon. Alles, wenn der Name Jesus ausgerufen wird, da kann kein Dämon, kann niemand, kann Satan selbst nichts mehr zu tun. Weil die Bibel sagt in Kolosserbrief, dass er zur Schau gestellt hat. Er hat die Mächte der Finsternis an den Pranger gestellt und öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie besiegt. Und die wissen, die Dämonen wissen, dass ihre Zeit kommen wird. Die wissen, dass eines Tages sie alle im Feuersee sein werden. Sie wissen es. Egal, ob sie was sie sagen oder nicht. Sie wissen es, dass eines Tages, weil Jesus Christus der Sieger ist. Im Namen Jesu ist der Sieg. Amen. Und darum können wir so fest an dem Namen Jesu halten, weil jeder wird eines Tages diesen Namen wirklich ausrufen müssen. Wir können den Menschen nicht vom Namen trennen, oder? Und den Menschen vom Namen. Wenn ich jetzt einen Namen ausspreche, ich will jetzt keinen Namen von uns aussprechen, aber wenn ich den Namen ausspreche, dann haben wir gleich das Bild vor uns,
Dieser Name oder dieser Mensch muss so und so aussehen, ne? Die Gestalt. Stimmt es so, dass wir jetzt gleich, wenn ich einen Namen sage, okay, zum Beispiel Walter, dann kenne ich schon den Walter. Oder die Ella, wie auch immer wir heißen. Ich weiß der Name und ich weiß, so sehen sie aus. So müssen sie sein. Stimmt es, ne? Klaus. Wir können nicht den Namen von Menschen trennen. Und der Name, er zeigt etwas oder bringt uns, also auch diese Person näher. Wir wissen, wenn ich den Namen jetzt oder jemand anspreche, ich kann mit ihm kommunizieren. Und dieser Name ist Autorität. Je nachdem, was der Mensch mir bedeutet. Zum Beispiel, wenn morgen jemand uns sagen wird, dass ein Feiertag ist, werden wir es nicht glauben, oder? Ich werde es nicht glauben, weil morgen kein Feiertag ist. Wenn jemand sagt, morgen ist Feiertag und ganz Deutschland wird feiern, können wir es nicht glauben. Aber wenn es der Präsident sagt, wenn der Bundestag es beschließt und der Präsident das Gesetz unterschreibt, dann werden wir es glauben, oder? Warum? Weil der Präsident das getan hat, weil er die Autorität und die Macht im Land hat, das Gesetz, jedes Gesetz zu unterschreiben. Dann werden wir es glauben, ob wir das wollen oder nicht. Und genauso hat der Name Jesus eine ungeheure Macht. Er hat mit seinem Blut unterschrieben, meine Lieben. Nicht nur mit der Tinte auf einem Papier, er hat mit seinem Blut am Kreuze von Golgatha das Gesetz unterschrieben, dass jeder Mensch, der an ihn heute glaubt, er wird nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das gilt für alle Ewigkeit. Das gilt für alle Ewigkeit. Es wird nichts mehr verändern können. Das, was Jesus am Kreuze von Golgatha getan hat. Und darum feiern wir Weihnachten nicht nur als Geschenk Gottes, darum hat Gott die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Sondern wir feiern auch, dass eine Kraft jetzt in uns wohnt. Der Name Jesus, wir haben ihn aufgenommen, wir glauben heute an den Namen Jesus. Und das ist eine ungeheure Kraft, die freigesetzt wird bei denen, die an den Namen Jesu glauben. Amen. Das ist wichtig, mein Lieben, dass wir wissen, was in uns ist, wer in uns wohnt. Und die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 3, dass wir heute der Tempel was? Des Heiligen Geistes sind. Und was heißt, wenn wir der Tempel sind, dann wohnt Gott in uns. Wow, das ist schwer mit dem Verstand zu verstehen, meine Lieben. Aber das ist die Tatsache. Und nicht nur der Gott, der jetzt irgendwo wohnt, irgendwo ist im dritten Himmel, sondern er, Christus, der Auferstand, der Gesalbte, er wohnt in uns. Boah, bist du beschenkt. Sag mal deinen Nachbarn, dass du beschenkt bist. Dass er beschenkt ist. Selbst Christus wohnt in uns, meine Lieben. Das ist zu Weihnachten wichtig zu wissen. Immer wieder uns zu sagen, du bist beschenkt. Christus, der Auferstandene, wohnt in uns. Er wohnt in uns. In diesem Namen Jesus ist die Herrlichkeit. Ich will jetzt ein paar Namen oder ein paar Bibelstellen uns nennen, was der Name Jesus in unserem Leben bewirkt. Oder in dieser Welt. Das Erste, in diesem Namen Jesus ist die Herrlichkeit, die Majestät und die Kraft, die ihm gegeben worden ist durch seine Gehorsam. Er war gehorsam, sagt uns der Philipperbrief. Lass uns mal anschauen, Philipperbrief Kapitel 2, 6 bis 11. Sagt uns Paulus, der Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhält. Was heißt, wie ein Raub festhält? Wenn ein Dieb etwas gestohlen hat und dann sagt er, das ist mein. Ich habe alles gegeben. Ich habe mein Leben auf das Spiel gesetzt, irgendwo einzudringen und das zu nehmen. Und das gehört mir. Und er haut ab und sagt, das gehört mir. Ich habe alles gegeben. Und wie ein Raub, das Raub festhält und sagen, ja, das ist mein. Aber Jesus, er ist König, er ist der Herr über alle Herren und er hat die Kleider ausgezogen im Himmel. Er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen. Er hat alles abgelegt. Und wisst ihr, ich kann mir ab und zu diese Bilder vorstellen, wie es im Himmel sein könnte. Ich weiß nicht, das ist klar. Das wird zu schwach, ein Bild, aber vielleicht wird es dir helfen.
Wenn ich das vorstelle, wie könnte das sein? Ich kann mir vorstellen, dass der Vater im Himmel mit dem Sohn auf dem Thron beide, die reden. Und die ganze Engelwelt, die stehen und die jubeln zu und sie schreien Halleluja, Ehre sei Gott, heilig, heilig, heilig. Und da plötzlich schauen die Engel und gucken, dass die beide sich irgendwo, dass sie was reden da. Die sprechen miteinander. Einer sagt ja, der andere, die nicken zueinander und die reden was. Und die Engel sagen, was ist da los? Was ist da los? Und die machen weiter, die jubeln Gott. Und irgendwann sagt Jesus, okay. Und dann steht Jesus auf und er geht einfach den Gang durch. Beidseits stehen Engel, die jubeln Jesus zu. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr des Himmels. Und die jubeln ihm zu und er geht. Und sie schauen, er geht irgendwo hin. Wo geht es? Das war noch nie sowas. Sie wissen nicht, das war ein Geheimnis für den Engel gewesen. Und plötzlich steht er da. Und da wird die Geschichte von Gabriel und Maria uns gesagt. Und als die Maria sagte, wie wird es sein? Wie wird es sein? Ich weiß nicht, ich kenne keinen Mann. Wie wird es sein? Dann sagt er, Gabriel, es wird der Heilige Geist über dich kommen und die Macht des Höchsten dich überschatten. Und als sie das gesagt hat, da wird plötzlich Jesus verschwunden. Plötzlich wird Jesus nicht mehr im Himmel gefunden. Er ist auf der Erde. Als kleines Embryo, als Baby, als Mensch. Und das ist ein Geheimnis, wo die Menschen nicht verstehen können, bis heute noch. Wie kann Gott ein Mensch werden? Gott ist Gott. Und Gott kann kein Mensch werden. Darum ist für die Welt heute, Gott ist unrealistisch. Wie kann Jesus, wenn er Gott ist, ein Mensch werden? Wozu? Aber das ist das Geheimnis, was Gott hatte vor Grundlegung der Welt. Und Jesus wurde Mensch, damit er deine und meine Sprache spricht, damit er in dir und mir wohnen kann, damit er dir manchmal auch akustisch, sei gespannt, in dieser Woche kommt vielleicht was, hörst du vielleicht was. Und wenn es nicht sein wird, dann hast du das Wort, dann haben wir das Wort, meine Lieben. Und da ist alles geschrieben für uns, alles, was wir brauchen heute, ist in dem Wort drin. Wir brauchen nichts mehr. Gott hat den Liebesbrief an uns geschrieben und alles, was wir Menschen brauchen, ist in dem Wort. Lest das Wort. Wie viele Menschen lesen in der Woche nicht? Lest jeden Tag. Das ist so interessant. Wisst ihr, je mehr ich im Wort Gottes lese. Ich habe oft gedacht, ich kenne doch schon alles und die Geschichten von Kindheit und mein Papa hat mir oft erzählt von dem und das weiß ich doch alles. Aber wisst ihr, je öfter ich meine Bibel lese, jetzt auch mit 57 Jahren, versteht, dass ich so wenig weiß. So viel Neues. So viel Interessantes in diesem Wort. Gott spricht immer wieder neu zu mir. Und darum wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder das Wort zur Hand nehmen. Lese im Wort. Studiere das Wort. Das sind so viele, viele gute Gedanken. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Betont ich. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, im Totenreich, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also alle werden bekennen. Wenn sie heute es noch nicht bekennen, aber alle werden eines Tages bekennen, er ist der Herr. Er ist Gott. Er ist König aller Könige. Er ist König aller Könige. Das Zweite, im Namen Jesu haben wir ein ewiges, unvergängliches Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich so faszinierend. Im Namen Jesu. Lass uns mal erst Johannes aufschlagen, Kapitel 5, Vers 12 bis 13. Johannes schreibt diesen Brief an die Gemeinde und er sagt, wer den Sohn hat, der hat das ewige, das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht.
Einfach, schlicht und einfach, meine Lieben. Er sagt nicht irgendwelche großen Dinge, wenn du Theologie studiert hast, 5 Jahre, 3 Jahre und Pastor bist, Missionar bist, wenn du in der Gemeinde 30 Jahre schon warst oder was auch immer. Er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Einfacher geht's nicht, meine Lieben. Einfacher geht's nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ist das nicht genial? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So stark. Dass ihr wisst, das habe ich geschrieben, dass ihr wisst nochmal. Und das ist immer wieder. Das ist so wichtig, dass wir das in unser Unterbewusstsein und in Bewusstsein reinrufen, sagen, Jesus, ich habe dich aufgenommen, ich habe dir mein Leben anvertraut, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen und du hast mir das ewige Leben geschenkt. Wisst ihr, wir brauchen nichts tun. Wie viele Menschen wollen heute etwas tun, damit sie das ewige Leben bekommen, damit sie etwas von ihrem Gott bekommen, wenn wir die anderen Religionen anschauen, Hindu, Islam, und alle anderen Religionen, die müssen etwas tun. Die müssen ihre Götter, ihre Götzen, werde ich sagen, irgendwie beschlichtigen oder irgendwie ihnen was opfern. Wir brauchen unserem Gott nichts opfern. Er hat sich geopfert. Das ist nicht genial. Er hat sich geopfert. Wo ist solch ein Gott wie er? Wo ist solch ein Gott? In wessen Namen können wir heute zu Gott kommen und beten? In den Namen Jesu. Er, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du diesen Sohn heute Morgen? Kennst du diesen Namen Jesus? Liebst du diesen Sohn Gottes von ganzem Herzen? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Weißt du, dass du eines Tages ihn sehen wirst? Nicht als Richter, aber als Bräutigam. Als dein Freund, als dein Heiland, als dein Befreier. Weißt du das heute? Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder uns bewusst machen. Wer ist Christus für mich? Der ist nicht irgendwo ein Gott, der weit weg ist. Er ist uns nahe. Er ist uns ganz nahe. Wer den Sohn hat, und das heißt, ich darf ihn haben. Ich darf ihn jetzt haben, für mich persönlich. Ist es egoistisch? Nein. Gott will, dass wir diese persönliche Beziehung mit ihm eingehen, dass wir mit ihm wirklich Tag für Tag, nachts, auch Träume sollen von ihm kommen. Nicht komische Träume, wenn wir morgens aufwachen und Albträume, sagen wir, da sind. Das ist nicht von Gott. Gott will, dass seine Kinder keine Albträume haben. Gott will, dass wir gute Träume haben, wie Josef. Oder Engel kam. Aber wisst ihr, ich habe mal festgestellt, das wird auch wissenschaftlich bewiesen, das, was wir im Alltag oft nicht verarbeiten können, hat Gott es so wunderbar gemacht, dass wir nachts in den Träumen es weiter verarbeiten. Aber mit was beschäftigen wir uns in unserem Alltag? Das, was wir am Alltag nicht, mit den Dingen nicht zurechtgekommen sind, mit unseren Fragen, Problemen, mit Kämpfen, die wir vielleicht nicht ablegen konnten, weiter mit ihnen, ja, das da diskutieren manchmal mit Dingen, die kommen nachts. Wie schön, wenn wir abends alles ablegen können, sagen, Jesus, ich kann sowieso nichts ohne dich. Ich lege es ab und jetzt wünsche ich mir, dass du in der Nacht mir tolle Träume schenkst, wo mich wieder mein Geist aufbauen, wo ich morgens aufstehe und nicht mürrisch und müßig und wie auch immer in den Tag gehe, sondern freudig erfüllt von der Kraft des Höchsten. Ist das nicht genial? Lass mal heute uns eine Woche probieren, abends alles ablegen. Vielleicht machst du schon jahrelang das. Wenn du es noch nicht gemacht hast, leg deine Kämpfe ab, leg deine Sorgen ab und sag Gott, gib mir in der Nacht neue, deine Träume. Und dass ich morgen schon mit neuer Kraft, mit neuer Freude aufstehe. Denn im Wort Gottes wird geschrieben, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Kraft. Und wenn wir morgen schon mit dieser Freude Gottes aufwachen, wow, da kann ich mir vorstellen, was in deinem Alltag passieren wird. Amen? Das ist gut. Okay. Das nächste
In dem Namen Jesus haben wir den Sieg über den Tod, Hölle und den Teufel. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 57. Im Namen Jesu. Paulus schreibt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, vielleicht wird einer von uns noch da bleiben. Nicht einer, aber vielleicht viele. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Aber Paulus, er hat damals schon gewartet auf das. Die Christen haben damals gewartet, dass Jesus kommen wird. Und wir warten heute. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten siebten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich. Die werden neue Körper bekommen. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Geht's weiter? Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden. Das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das war jeden Tag. Er gibt uns Sieg. Er sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Der Tod ist verschlungen. Die Sünde ist nicht mehr da. Ich habe bezahlt. Am Kreuz von Golgatha ist alles bezahlt. Vertraue mir. Und das ist im Namen Jesu. Und das ist im Namen Jesu. Und wie gesagt, mein Leben ist der Dämonen, die wissen ganz genau. Und manchmal im Befreiungsdienst, wo wir schon waren, wenn Dämonen nicht gehen wollen, habe ich schon oft erlebt, dann wenn man sagt, und im Namen Jesu gehst du jetzt. Oder dann versuchen sie zuerst widersprechen und sagen nein. Aber wenn man sagt, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat dich besiegt, weißt du das? Die sagen immer ja. Die wissen das. Die wissen das, die sagen immer da, immer ja. Und auf diese Wahrheit kann man sagen, und jetzt, im Namen dieses Gottes gehst du. Die müssen gehen, die wissen, in diesem Namen haben sie keine Chance. In diesem Namen haben die keine Chance. Die versuchen widersprechen, die versuchen irgendwie komische Dinge zu sagen. Aber wenn man den Namen Jesus sagt und sagt, Jesus hat dich besiegt, die haben keine Chance zu widerreden, weil Jesus ist der Sieger. Jesus ist der mächtige Gott, der alles, Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Oh, das freut mich immer wieder laut zu sagen. Amen. Lass uns mal das immer wieder wirklich, wirklich. Das ist so stark. Und die Hölle zittert, wenn wir den Namen Jesus ausrufen. Der nächste, im Namen Jesus haben wir alle Verheißungen der Bibel, die uns gegeben worden sind. Mit Ja und mit Amen. In 2. Korinther Kapitel 1 sagt uns Paulus, Vers 19 und 20, sagt uns der Mann des Glaubens, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm, nochmal, in ihm, sag mal ganz laut, in ihm, in ihm, in Jesus, in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Nochmal, in Christus, und das ist so stark, in Christus. Bei Christus gibt es kein Nein für uns. Bei Christus gibt es kein Nein. Bei Christus gibt es immer Ja und Amen. Und das ist so wichtig zu wissen. Alle Verheißungen, alles, was in der Bibel steht, in Christus ist Ja, sagt Paulus, und Amen. Es gibt nichts, was in Christus nicht für uns da ist. Alles, das ewige Leben. Was ist für Christus heute für dich persönlich da? Lass uns mal zusammen ertragen. Was ist in Jesus Christus für dich seine Verheißung da? Bitte? Seinen Sieg, ist es wirklich? Sein Blut ist wirklich?
Ja, in ihm, ja. Wir können den Sieg proklamieren, sein Blut, was ist noch, ja, für dich persönlich. Ja, der Name Jesus, ja. Sieg über Krankheit, steht es in der Bibel, dass er unsere Krankheiten getragen hat, stimmt es? Oder nicht? Oder glauben wir nur, dass er für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, aber für Krankheit er nicht? Er hat für alles bezahlt. Es heißt, in ihm ist auch die Krankheit bezahlt. Was ist noch? Leben. Was ist noch? Frieden. Dort, wo Unfriede ist, in den Familien, wo Unfriede ist, er kommt und er bringt Frieden. Was noch? Freude. Freude. Die überspringt auf andere, ne? Sehr gut. Was noch? Meine Lieben, wir machen uns wenig auf Gedanken, was Christus in uns bedeutet oder was Christus für uns bedeutet, was er in uns wirkt, bewirkt. Seine Verheißungen sind so wichtig für uns. Seine Liebe, die ist in uns da. Reich geworden sind. Und wenn auf dem Konto null ist oder minus, aber reich sind wir doch, oder? Wir sind reich, wir haben den ganzen Himmel vor uns. Die ganzen Schätze, das sind goldene Straßen aus Gold. Meine Lieben, was ist Konto? Was ist Milliarden da? Das ist gar nichts. Wir haben goldene Straßen im Himmel. Villas vorbereitet hat Gott für uns. So, das ist Reichtum. Und es sind so viele Dinge. So viele Dinge. Wisst ihr, ja, von einem Mann, ich will uns mal ein paar Gedanken weitergeben, von einem Mann, der sehr bekannt für viele ist. Er hieß Hudson Taylor. Ein China-Missionar. Es war nicht einfach. Er wurde eines Tages als junger Mann nach China gegangen, ja, mit dem Schiff. Er wollte diese Botschaft, das, was er von Christus bekommen hat, weitergeben. Aber er hat noch wenig Erfahrung mit Christus gehabt und er hat so viel versucht zu tun und zu machen und viele Dinge, aber es klappte da und dort nicht. Und immer wieder hat er von neu angefangen und ja, dann hat er sein Herz wirklich Jesus geschenkt und ging tief in das Innere in China. Er hat viele Kirchen gegründet und schaut mal, was da von ihm geschrieben steht oder von ihm geschrieben wurde. Er hat viele Kirchen gegründet. Mission, eine gewaltige Mission. Doch er tat seinen Dienst jahrelang ohne Freude. Aus seiner Autobiografie wird gesagt, ohne Freude. Er war über seine Kämpfe niedergeschlagen und quälte sich mit Gedanken des Unglaubens. Boah. Wenn man so große Männer und Frauen anschaut, denkt, boah, das sind etwas. Aber auch die Menschen, die Großes in dieser Welt bewirkt haben, die haben Kämpfe. Die haben auch Zweifel gehabt, die haben mit Unglauben gekämpft, sehr viele Jahre. Im Briefwechsel mit seiner Schwester in London bekannte er, ich werde von Gedanken geplagt, die dem Herrn nicht gefallen. Ich kämpfe so viele Schlachten in meinen Gedanken und in meinem Geist. Ich hasse mich selbst, meine Sünde, meine Schwachheit. Dieser Mann Gottes, er schreibt seiner Schwester diesen Brief. Dann, mit 37 Jahren, erfuhr Hudson Taylor eine tiefe innere Veränderung. Er sah, dass Christus alles hatte, was er brauchte. Doch wie konnte er diese Segnung Jesus freisetzen in seinem Leben? Er wusste, ja, Jesus, er macht frei, er sind schon hunderte, tausende Menschen zum Glauben gekommen. Aber wie mache ich es wirklich in meinem Leben? Wie kann ich diese ganze Kraft Gottes in meinem Leben freisetzen? Er sagte seiner Schwester im nächsten Brief, ich weiß nicht, wie ich all das, was Christus verheißen hat, in mein Leben, in mein Herz bekomme. Alles, was Christus in seinem Wort für mich gegeben hat. Taylor erkannte, es gab nur einen Weg zur Fülle Christi, durch Glauben. Er wusste, er kann mit seinen guten Werken nichts tun, durch Glauben. Jeder Bund, den Gott mit den Menschen schloss, erforderte Glauben. Wir wissen, in Hebräer Kapitel 11, Vers 6 wird gesagt, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Den, wer glauben will, oder darf er die auch sagen, der, wer Gott begegnen will, mit meinen Worten, er muss glauben. Es geht nicht, wir können Gott nicht begegnen ohne Glauben. Und er wusste, ich muss Gott
glauben. Und viele strengen sich heute an und sagen, ich muss ab Montag ein besserer Glauben haben. Ab Montag muss ich stärker glauben. Ab Montag muss ich die Bibel öfters lesen, dass ich meinen Glauben stärke. Und wisst ihr, was er erlebt hat? Also war Taylor entschlossen, seinen Glauben anzufachen. Doch selbst diese Anstrengung erwies sich als vergeblich. Wow. Endlich, in seiner dunkelsten Stunde, gab der Heilige Geist ihm eine Offenbarung. Und wisst ihr, was das war? Glaube kommt nicht durch Bemühen, sondern Glaube kommt durch das Ruhen in den Verheißungen Gottes. Und das hat mich fasziniert. Der Glaube, er darf ruhen in den Verheißungen Gottes. Das ist das Geheimnis auch für uns, um alle Segnungen Christi anzuzapfen. Nun begann Taylor, die Verheißungen Jesu wieder und wieder aufzuzählen. Zum Beispiel, bleibe in mir, sagt Jesus, und du wirst Frucht hervorbringen. Bleiben. Er sagt, wie der Weinstock, wie der Rebe an Weinstock bleibt. Ohne in mir zu bleiben, werdet ihr keine Frucht bringen können. Bleibt in mir. Das hat er wirklich verstanden. Oder die andere Verheißung, ich werde dich niemals verlassen, noch von dir weichen. Niemals, sagt Jesus, niemals. Wenn auch eine Mutter ihr Kind vergessen wird. Aber ich habe deinen Namen auf meine Handfläche geschrieben. Wenn ich immer meine Handfläche vor mir halte, dann sehe ich deinen Namen. So ist Gott. Er wird niemals uns vergessen. Auch wenn alle uns vergessen, er wird niemals, niemals sein Kind vergessen. So ist Gott, so ist er treu. Wenn du auch nicht glauben kannst, bleibe ich dir doch treu. So ist Gott. Wenn wir auch in Zweifel untergehen, er sagt, ich bleibe dir treu, Junge, steh auf, steh auf. Taylor begann in Jesu Verheißungen einfach zu ruhen. Er schrieb seine Schwester, Gott sieht mich als tot am Kreuz, als der Gestorbenen, wo Christus für mich starb. Und nun bittet er mich, dass ich mich so sehe, wie er mich sieht. So ruhe ich im Sieg, den sein Blut für mich errungen hat. Und das ist heute, meine Lieben, unser Sieg, dass der Name Jesu, das Blut Jesu und seine Verheißungen. Wir brauchen uns nicht anstrengen, aber wenn wir in diesen Verheißungen Gottes ruhen, was heißt es praktisch? Wenn du morgen vor einem Problem stehst und nicht weiter weißt, wie es weitergeht, nimm eine Verheißung Gottes, schlag die Bibel auf. Nimm eine Verheißung, weil wir haben gerade gelesen, in seinem Namen ist Ja und Amen. Nimm eine Verheißung, sag Gott, du kannst nicht untreu mir bleiben. Du hast mir das versprochen und ich nehme dein Wort wirklich ernst. Ich liebe dich und Vater, gib, dass dein Wort jetzt in meinem Leben funktioniert. Du kannst alles, du bist ein übernatürlicher Gott, der natürlich wirklich wirkt in meinem Leben. Tu das, bitte tu das. Und Gott ist gut, meine Lieben, alle Zeit ist Gott gut. Gott ist gut. Alle Zeit ist Gott gut. Und er kann uns nicht verlassen. Und Taylor hat es wirklich in dem Moment verstanden. Und weil Taylor gelernt hat, in den Verheißungen Gottes zu ruhen, wurde er zu einem freudigen Diener und zu einem starken Mann des Gebets. Und das ist, was wir heute brauchen. Das hat mich fasziniert. Ich will da lernen. Ich will da lernen, in diesen Verheißungen Gottes zu ruhen. Ich komme zum Schluss. Johannes 16, 23, 24, das Letzte. Jesus, selbst Jesus sagt uns, und an jenem Tag werdet ihr mich nicht fragen, nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Gott will, dass wir uns freuen, wenn auch die Zahnschmerzen da sind. Wir haben die Kraft, auch den Zahnschmerzen zu sagen, die müssen gehen.
Egal, was in unserem Leben ist, meine Lieben, bei Gott ist nichts Kleines, Groß oder Großes klein. Für ihn ist egal, ob da Schmerzen, ob da Rückenschmerzen oder Husten oder Krebs da ist. Das ist auch kein Problem bei Gott. Gott will, er sagt, bittet, damit eure Freude völlig wird. Die Freude muss völlig werden. Er will, dass wir vollkommen in dieser Freude Christi leben. Und darum sind wir oft Christen, Menschen, die, wenn wir auf der Straße sind, weiß nicht, ob er ein Christ ist. Ob er wiedergeboren ist oder nicht. Wenn er auf den Boden schaut, wenn er nicht die Augen aufhebt zu seinem Vater, wenn kein Lächeln um seinem Gesicht ist, weiß nicht, ob er ein Christ ist oder nicht. Wie kann die Welt uns draußen erkennen, mein Lieben? Wenn wir die Liebe im Herzen haben, das muss raus, das muss raus. Das kann nicht einfach versteckt werden und sagen, ja, ich bin dann zu Hause ein Christ und draußen nicht oder nur in der Kirche. Meine Lieben, die Menschen müssen draußen uns, in unserem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind, die müssen dort uns erkennen. Meine Freude, die muss völlig werden. Vielleicht haben wir ein bisschen Freude, aber Jesus sagt, damit ihre Freude völlig wird. Was heißt völlig? Ist es völlig oder nicht? Nicht ganz. Völlig muss überlaufen. Wie kann die Freude überlaufen? Wenn sie weiterfließt. Einfach. Die Freude kann da sein. Ich kann mich freuen in Jesus. Ja, die ist voll. Aber völlig überfließend. Die Fülle, das muss überfließen. Und die Menschen müssen es sehen, dass meine Freude oder die Freude im Herrn meine Kraft ist. Und das, was die Welt sieht und sich freut. Wir dürfen bitten und wir dürfen empfangen. Ja, es wird oft gesagt, es wird oft gepredigt, betet und euch wird gegeben. Meine Lieben, das werden wir nicht aufhören zu predigen. Das werden wir nicht aufhören, das weiter zu sagen. Wenn wir auch schlechte Erfahrungen hatten oder haben im Leben und sagen, ja, ich habe schon so oft gebetet, meine Kinder sind noch nicht bekehrt, meine Eltern sind noch nicht bekehrt, meine Freunde, meine Familie ist noch nicht errettet. Jesus, selbst Gott sagt, bittet. Bittet und euch wird gegeben. Wenn wir nicht bitten, wird es nicht gegeben. Bittet, bleibt dran. Bittet, so wird euch gegeben. Und ich glaube in das Wort. Glaubst du? Glaubst du, dass Jesus die Wahrheit spricht? Ich glaube auch. Genauso, ich glaube auch. Gott spricht die Wahrheit. Und darum lass uns nicht aufhören. Lass uns bitten. Lass uns Gott vertrauen. Und lass uns dann ganz praktisch werden. Lass uns jetzt. Jesus hat gesagt, bis jetzt. Ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt, ich weiß nicht, hast du bis jetzt gebetet für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Enkelkinder, für deine Familienangehörigkeit? Ich weiß, jeder hat schon gebetet. Aber lass uns nochmal beten. Ich will jetzt mit uns ein Gebet sprechen. Lass uns das, was wir als Verheißung Gottes empfangen haben, auch wirklich aussprechen. Und ich glaube an das, an die Macht des Gebets. Glaubst du auch? Wir glauben alle an die Macht des Gebets. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich will uns ein Gebet jetzt anbieten oder vorsprechen. Wenn du mitbeten willst, lass uns mitbeten. Lass uns für unsere zuerst, ich will, dass wir jetzt für unsere Familienangehörigen, ich weiß, in vielen von unseren Familien sind Menschen, die noch nicht gläubig sind. Die haben viel gehört. Die haben viel gehört von Jesus. Vielleicht unsere Zeugnisse, aber sind noch nicht gläubig. Lass uns heute beten. Ein Gebet des Glaubens. Und ich glaube an die Macht des Gebets. Und ich glaube, dass Gott was bewirken will. Auch heute und jetzt. Können wir Amen sagen? Und wenn du mit einverstanden bist, lass uns unsere Augen jetzt schließen. Und wenn du mitbeten willst, lass uns jetzt für unsere Familienangehörigen beten, für unsere Kinder, wie auch immer. Setz den Namen dann rein, wenn ich irgendwo einen Stopp mache. Und bete für deine Familienangehörige. Lass sie zu Jesus finden. Wir können mitsprechen, laut oder leise, wie auch immer du das willst. Aber wir sind eins im Geist. Wir sind eins im Geist. Mein Vater im Himmel, ich komme zu dir in dem Namen von Jesus. Ich danke dir, dass er für mich und für meine Familienangehörigen gestorben ist am Kreuze von Golgatha. Aber er ist am dritten Tag auferstanden
Er lebt. Und darum danke ich dir für die Macht, die ihm gegeben worden ist, im Himmel und auf Erden. Danke, Jesus, dass ich zu dir kommen darf und für meine Lieben bitten darf. Du hast gesagt, bis jetzt habt ihr nicht gebetet. Nicht gebetet. Also tut jetzt das. Und wir tun das, Jesus. Und wir beten für unsere Lieben, dass du sie jetzt gerade, wo auch immer sie sind, dass du sie berührst. Dass dein Geist sie berührt. Dass sie aufhorchen. Dass sie dich erleben jetzt. Dass sie dich aufnehmen, Jesus. Und dass sie ihr Leben dir anvertrauen. Ich will nicht ohne sie im Himmel eines Tages sein. Und darum bitte ich, dass sie dir folgen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Gebet sprechen. Wir wollen noch ein Gebet sprechen. Wir waren gestern draußen. Es sind so viele Menschen. So viele Menschen, die Jesus brauchen. Lass uns für die Menschen draußen beten. Meine Lieben, wir haben nicht nur die Aufgabe, für unsere lieben Menschen beten, aber auch für Menschen draußen. Lass uns auch für Menschen draußen beten. Wenn du mit einverstanden bist, ich werde ein Gebet weitersprechen, aber lass uns einfach mitgehen im Geiste, dass wir für diese Menschen draußen beten. Wirklich, das ist eine Not heute in der Welt. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du so vieles uns geschenkt hast und dass wir für die Menschen uns einstehen dürfen, mit denen wir gestern gesprochen haben, denen du gestern begegnet bist. Und Vater, wir beten, dass deine Kraft jetzt freigesetzt wird in ihrem Leben, dass sie erleben, dass du der Gott bist, der Gott, der alles geschaffen hat, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Menschen erschaffen hat und dass du für uns Menschen am Kreuze von Golgatha gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch diese Menschen dort berühren willst, dort, wo sie sind gerade. Lasse Jesus dich suchen und lasse, Herr, von dir etwas erfahren. Lass sie hören, dass du der lebendige Gott bist. Offenbare du sich ihnen, so dass sie dich jetzt erleben. Ich danke dir von Herzen, dass du gut bist und dass du ihr Leben kennst. Wir segnen sie jetzt dort und danke, Vater, dass sie eines Tages bei dir sein werden, weil wir dich heute gemeinsam dafür gebetet haben. In dem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Und lass uns noch ein Gebet beten. Ich will gerne für die Menschen beten, die heute Heilung brauchen, weil Jesus hier ist. Lass uns den Namen Jesus jetzt aussprechen, auch über all das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Im Namen Jesus, meine Lieben, haben wir Heilung. Im Namen Jesu haben wir Heilung. Und leg die Hand, wenn du Heilung brauchst, leg die Hand auf dein Herz, einfach im Glauben. Es geht nicht um mein Gebet, es geht um dein Glauben. Jesus will es, weil er es versprochen hat. Und ich glaube an die Macht, die er hat, alles zu tun. Ich danke dir, Jesus, dass du den Tod, den Teufel, die Hölle und die Krankheiten besiegt hast am Kreuze von Golgatha. Und ich danke dir von Herzen, dass deine Kraft, deine Heilung jetzt freigesetzt worden ist. Ich danke dir von Herzen, dass du ein starker Gott bist. Berühre jetzt meine Geschwister im Namen von Jesus und jede Krankheit, die jetzt da ist im Raum, die jetzt unser Körper schwächt, schmerzt, im Namen von Jesus, in dem mächtigen Namen Jesus, haben wir die Vollmacht, jeder Krankheit zu gebieten und die muss gehen. Im Namen Jesu, ob es Krebs ist, oder Zahnschmerzen, oder Schnupfen, es spielt keine Rolle vor dir. Danke, Jesus, dass du in deinem Namen alles gut machst. Ich bete für meine Geschwister jetzt, dass deine Heilungskraft jetzt freigesetzt wird, zur Ehre deines Namens. Und das ganze Volk Gottes sagt, Amen, Amen. Amen.